Hi Leute, wie du Unglaubliches erreichen kannst, wie du Dinge erreichst, die sich andere noch nicht mal hätten vorstellen können, wie du dein volles Potenzial ausschöpfst mit einer ganz einfachen, banalen Sache. Banale Sache, wie du dein volles Potenzial ausschöpfen kannst. Die ist wirklich so einfach und banal. Und trotzdem ist es so tief in den Köpfen drinnen. So tiefer Glaubenssatz. Und es ist die Wettkampfmentalität, sich zu vergleichen. Das ist, glaube ich, in jedem, vermutlich in 99% der Menschen ist eine Wettkampfmentalität drin. Sich zu vergleichen mit jemand anderem. Und genau das hindert einen daran, wirklich sein Potenzial auszuschöpfen. Um das mal zu veranschaulichen. Kleiner, simpler Vergleich. Stell dir vor, ein kleiner Wolf, der durch welchen Grund auch immer unter Adlern aufwächst. Und die Adler, die machen sich, die kleinen Adlerkinder, die machen sich alle lustig über den Wolf, weil er nicht fliegen kann. Und der denkt sich immer, oh, ich kann nicht fliegen, was ist das für ein Leben, was bin ich, was kann ich denn überhaupt, wozu bin ich auf dieser Welt? Vielleicht könnte der Fuchs aber auch erkennen, wenn er einfach auf sich selber schaut, dass er kein Vogel ist. Und einfach nur schaut, wo er selber ist, wie er sich selber entwickeln kann. Dann kann er wirklich sein Potenzial ausschöpfen, indem er sich jeden Tag verbessert in dem, was er ist. In dem, was sein Sein ist. Wenn du dich mit anderen vergleichst im Wettkampf, dann machst du immer nur das kleine bisschen, dieses kleine bisschen mehr wie der andere. Und dann ist es gut genug. Wie viele Menschen haben nicht geglaubt, es wäre möglich, unter 10 Sekunden die 100 Meter zu laufen. Und kaum macht es einer mal. Dann schafft es plötzlich jeder. Und sich jeder da mit dem anderen vergleicht. Du weißt gar nicht, zu was du in der Lage bist, weil du dich ständig mit anderen vergleichst. Du weißt gar nicht, was dein Potenzial bietet, weil du dich nur an irgendeiner Norm ausrichtest, die dir die Gesellschaft, Freunde, wer auch immer vorgibt. Wenn du wirklich schaust, was du kannst, und dich einfach jeden Tag verbesserst, dann kannst du wirkliches Potenzial ausschöpfen. Und du weißt gar nicht, was mit einem menschlichen Körper möglich ist und einem Gehirn, das wir besitzen, was mit diesem Kopf, mit diesem Körper möglich ist. Ich habe in einem anderen Video mal gehört und gesagt, die Menschen benutzen so wenig von ihrem Potenzial. Es ist wie wenn jemand ein Flugzeug als Schubkarren benutzt. Eine hochkomplexe Maschine wie ein Flugzeug benutzt du, um Früchte in die nächste Stadt zu schieben. Das ist das, wie wir unser Potenzial ausschöpfen. Selbst in Studien, beziehungsweise die Wissenschaft hat ja auch schon herausgefunden, wir benutzen nicht gerade viel, nicht mal 10%, glaube ich, von unserem Gehirn. Es ist so viel möglich. Aber wenn man sich vergleicht mit anderen, dann wird man sein Potenzial nie ausschöpfen. Welch krankhafter Zustand
ist es, wenn man sich nur gut fühlt, wenn ein anderer schlechter ist. Und so ist es, was wir machen. Wir fühlen uns gut, wenn wir ein bisschen besser sind, wenn wir der Beste in irgendwas sind. Wie krank ist das denn, wenn wir uns nur gut fühlen, wenn jemand anderes schlechter ist? Es ist ein krankhaftes Denken, sich zu vergleichen, und führt zu nichts. Wenn dir Leute erzählen, du kannst nicht fliegen und du ein Vogel bist, und du bist aber ein Vogel, der unter Wölfen aufwächst diesmal, so, dann wirst du niemals fliegen, du hast Flügel. Ach, so tappst du wie ein Krüppel auf der Erde rum. Auf zwei Beinen. Und die Wölfe, die rennen schnell um dich her und lachen dich aus, warum du nicht fliegen kannst, warum du nicht rennen kannst. Du vergleichst dich nur mit dem, was da ist. Du musst schauen, was du erreichen kannst. Und das klingt jetzt so banal, das kann jetzt vielleicht jeder in dem Video sehr einfach für sich nachvollziehen, das kannst du wahrscheinlich gut nachvollziehen, aber dieser Glaubenssatz sitzt so tief. Probier mal darauf wirklich zu achten. Und mach die Dinge, verbessere dich für dich und geh von deinem Standpunkt aus. Es bringt nichts, sich mit anderen zu vergleichen, wenn man an einem ganz anderen Punkt ist. Und allgemein bringt es nichts, sich zu vergleichen. Schau, wo du stehst. Wenn du einen Weg startest, wenn du eine Reise startest, dann startest du immer da, wo du stehst. Du kannst nicht da starten, wo jemand anderes steht. Du schöpfst dein Potenzial nur aus, wenn du dich ständig verbesserst, wenn du dich entwickelst. Und dich nicht krankhaft mit anderen vergleichst. Das war's für heute. Ich hoffe, das hilft dem einen oder anderen weiter. Ansonsten macht's gut, Leute. Ciao.